Hallo Agenten, hallo YouTube, Kaponski hier und heute geht es mit dem nächsten Teil weiter mit dem Thema Patch 1.4 für The Division und dieses Mal geht es um die Änderungen an den Talenten von Ausrüstungen und Waffen. In einem vorangegangenen Video habe ich über die Änderungen im Bereich Gearsets gesprochen. Auch dieses Video ist hochinteressant und mit Fakten belegt. Da würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall mal reinzugucken. Gehen wir mal zu den Fakten. Wie wir ja wissen, haben die Kollegen von Massive fest an den Schrauben und Einstellungen von The Division gedreht und auch natürlich bei den Waffentalenten müssen sie was machen, denn sie haben ja das generelle Balancing und die Stärke der Gegner eingestellt und das wurde natürlich reduziert und damit wir die Gegner auch schneller niederbekommen, damit das Gesamtbalancing aber auch passt, muss natürlich auch die Waffentalente korrigiert werden und deren Attribute. Vor allem wollen sie natürlich mit den Anpassungen erreichen, dass, ich sage jetzt mal, stiefmütterlich behandelte Waffentalente bessere Eigenschaften erhalten, damit sie für die Agenten attraktiver werden. Und folgende Änderungen gab es bei den Masken. Ich werde das Ganze auch wieder, wie beim letzten Video von den Gearsets, einblenden und ihr könnt euch dann das Video pausieren oder langsam ablaufen lassen, wenn ihr in YouTube den HTML5-Player drauf habt, dann werdet ihr das auch langsamer ablaufen lassen können. Ich werde mit den Masken nun anfangen und mit den Westen geht es weiter. Kraftvoll, eilig, erbarmungslos und robust Westen. Mit den Rucksäcken fahren wir fort, mit erfinderisch spezialisiert und technisch. Die Handschuhe erfahren Buffs im Sinne von und Nerfs bei den scharfsinnigen Handschuhen, cleveren Handschuhen, entscheidend Handschuhen und den wilden Handschuhen. Bei den Holstern sehen wir eine Änderung bei den Stabilholstern. Die übrigen Talente bleiben einmal vorerst unangetastet, aber wir können davon natürlich ausgehen, dass im Laufe der Anpassungen auch andere Setteile von den Änderungen betroffen sein werden. Als nächstes schwenken wir zu den Waffentalenten. Während die Ausrüstungstalente ja weitgehend behutsam angehoben oder abgeschwächt wurden, ist es bei den Waffentalenten viel, viel markanter zugegangen. Kein Wunder, schließlich ist ja auch die Time to Kill fast gedrittelt worden und die Time to Get Killed ist fast doppelt so schnell mittlerweile. Unbeliebte oder nutzlose Talente, die wurden überarbeitet von Massive, damit sie eben einen höheren Anreiz bieten, für die Agenten diese Werte, diese Talente auch mal anzuwenden. Werte werden hier nicht mit den Gearscores skalieren, kann sich aber natürlich nur ändern, wenn der Patch finalisiert wird. Wir fangen mal an mit dem Talent Präzise, dann den Kenner, Brutal, Fähig, fordernd, kompetent, mit kühlem Kopf, tödlich, zerstörerisch, erbittert, schmerzhaft, intensiv, sorgfältig, vorbereitet, sparsam, erfahren, räuberisch, empfänglich, bereit, stabil, begabt, toxisch, nachtragend und boshaft. Alle anderen Talente, die ich jetzt hier nicht vorgelesen habe, sind jetzt mal von den Änderungen bisher noch nicht betroffen. Wie aber schon bei den Ausrüstungstalenten
kann man auch davon ausgehen, dass noch Anpassungen bis zur Finalisierung von Patch 1.4 stattfinden. Das war's jetzt auch schon vorab mit den Informationen zu den Waffentalenten und den Ausrüstungstalenten von Patch 1.4 von The Division. Wenn ihr das Video gemocht habt, dann würde ich mich auf jeden Fall auf ein Like freuen, auf einen Kommentar, wenn ihr noch Fragen habt, und auf ein Abo freut sich der Kaponski auf jeden Fall immer wieder. Ich sag danke fürs Zusehen, danke fürs Zeitnehmen, ich wünsche euch eine gute Zeit, genießt euer Leben und Peace on you all.